Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wer weiß denn sowas? Alles ist vorbereitet, unsere Teamkapitäne gut gelaunt, unsere beiden Gäste natürlich bester Stimmung in Vorfreude und Erwartung dessen, was heute Abend hier so passiert. Und wir haben für Sie spannende Dinge, die Sie hier wieder bei uns erfahren können. Unter anderem wollte ich Sie fragen, wussten Sie eigentlich, dass Hunde genauso wie Menschen auch Muskelkater bekommen können? Wusstet ihr das? Und jetzt schauen wir erstmal, wie unser Publikum sich verteilt hat. Die Menschen hatten ja auch heute hier ganz demokratisch vor der Sendung wieder die Möglichkeit, sich frei zu entscheiden, auf welche Seite sie sich setzen wollen. Hinter Bernhard Hoecker und Dr. Norbert Blüm sitzen 62 Zuschauer. Und hinter Elton und Alexander Holt 54. Damit haben Sie die Mehrheit erlangt und dürfen gleich die erste Kategorie auswählen. Aber jetzt schauen wir erstmal auf unsere 12 Kategorien. Hier ist die Wand. Die 12 Kategorien heute sind tierisch, tierisch, unser Körper, damals, Straßenverkehr, Erfindung, Kalifornien, Obstgarten, Geld, Italien, clever, Fragezeichen und Trick 17. Jede richtige Antwort wird mit 500 Euro belohnt. Beide Teams haben jeweils einen Publikumsjoker. Und welche Kategorie darf's? Wir nehmen damals. Ja. Wir von Bonn denken immer an damals. Ja, das ist eine schöne Kategorie. Vorbei. Meistens auch sehr interessant. Die Frage aus der Kategorie damals. Wenn im Mittelalter Ehepaare einen unüberbrückbaren Streit hatten, A, dann gewann der, der mehr Familienmitglieder für sich überzeugte. B, entschieden Rabenvögel, wer von beiden im Recht war. Oder C, mussten sie sich im Zweikampf ums Recht prügeln. Also, mussten sie sich im Zweikampf ums Recht prügeln? Das kann ich mir kaum vorstellen. Nein, nein, das... Das ist ja unfair. Obwohl es interessant wäre, aber nicht... Ich stelle mir so einen voll ausgestatteten Ritter vor und ein Burgfräulein. Oder mich beispielsweise. Dann, ja. Nein, das wäre nicht schön. Nee, das würden wir gar nicht. So, entschieden Rabenvögel, wer von beiden im Recht war. Das klingt mir sehr... Also Raben, ist das nicht... Haben das nicht eher die Hexen auf dem Buckel gehabt? Oder ja, ja, man kann ja mit allem also rechnen. Abraxas war ja zum Beispiel der Rabe von... von einer kleinen Hexe. Die Raben waren immer die klugen Vögel. Und das A, was hältst du von dem A? Gewann der mehr, da halte ich auch nichts von. Ja, dann lassen wir es einfach. Dann lassen wir es einfach. Herr Blüm, jetzt erklären Sie den jungen Leuten mal, wie das so funktioniert mit einer langjährigen, glücklichen Ehe. Wir brauchen keinen Zweikampf, wir brauchen keine Rabenvögel, wir brauchen keine Familienmitglieder. Wir werden die nächsten 50 Jahre auch noch zusammenhalten. Das ist wunderbar. Es gibt einfach keine unüberbrückbaren Differenzen. Ja, langweilige. Also eine Ehe, wo es keine Differenzen gibt, da schlagen die Füße ein. Also ich finde, Ehe muss auch ein bisschen Rambazamba sein. Sonst ist es langweilig. Ja, ja. Ja. Die schönsten Liebesgedichte wären nicht geschrieben worden, wenn beide gleich wären. So, passen muss es hier auch. Also, C kann ich mir nicht vorstellen und auch bei A finde ich irgendwie komisch. Also wir nehmen die Rabenvögel, einfach Kopf vor. Kopf vor, wir riskieren B. Ist eingeloggt und wir werden gleich gemeinsam einen Blick auf die Lösung werfen. Auch im Mittelalter gab es Streit in der Ehe. War dieser nicht beizulegen, konnte sich eine Frau gegen ihren Mann durchsetzen, wenn sie ihn im Zweikampf bezwang. In einem Lehrbuch wird als Rechtsmittel beschrieben, dass der Mann fairerweise bis zur Hüfte in einem Loch stand und sich mit einem Holzschwert verteidigte. Die Frau verprügelte ihn derweil mit einer Steinschleuder. Konnte sie ihn verwunden oder betäuben, hatte sie gewonnen. Und das Gesetz vor Gericht auf ihrer Seite. Ja, gut. Antwort C ist die richtige Antwort. Also es bleibt erstmal bei 0 Euro. Ey, das aber fängt ja schon wieder echt gut an. Ja, ihr könnt jetzt spannend. Direkt... Ja, das hätte ich gedacht. Wir wollen den Straßenverkehr... Wir nehmen gleich mal den Straßenverkehr. Mhm. Genau.
Ihr erwartet eine Rechtsfrage. So ein rechts vor links. Dürfen Fahrradfahrer Autos, die an einer Ampel stehen, rechts überholen? Da ist es rechts. A. Ja, sie dürfen langsam an den Autos vorbeifahren. B. Nein, rechts zu überholen ist auch in diesem Fall verboten. Oder C. Nein, Autos haben auf Straßen immer Vorrang. Tja, ich befürchte, dass ich das wissen sollte. Sonst blamiere ich mich ganz dramatisch. Aber ich glaube, es ist auch so. Langsam, das Entscheidende ist langsam. Ja, an der Ampel, wenn Autos warten bei Rot, dann dürfen Fahrradfahrer bis vor zur Haltelinie ganz langsam vorbeifahren, denke ich. So ist es einfach. A, hätten wir jetzt mal einfach so getippt. So, na ja, geraten. Wenn ihr das meint, dann halten wir einmal fest. Aus der Sicht von Autofahrern spielen Fahrräder im Straßenverkehr meist eine untergeordnete Rolle. Besonders ärgerlich für Fahrer von PKWs ist es dann, wenn sie von einem Fahrrad überholt werden. Bei Wartepausen an einer Ampel zum Beispiel. Dies ist aber laut § 5 Absatz 8 der Straßenverkehrsordnung erlaubt. Dort heißt es, Radfahrer dürfen Fahrzeuge, die auf dem rechten Fahrstreifen warten, mit mäßiger Geschwindigkeit und besonderer Vorsicht rechts überholen. Mit was machen wir weiter? Warst du schon mal in Italien? Ja. Gut, wir nehmen Italien. Mehr Infos brauche ich nicht. Nein. Was ist seit 2017 auf dem Flughafen Genua exklusiv möglich? A. An Italienischkursen im GET-Bereich teilnehmen. B. Bis zu 500 Milliliter Pesto im Handgepäck mitzuführen. Oder C. Durch einen unterirdischen Tunnel direkt zum Strand zu gelangen. Mein lieber Mann. Ja, das ist aber... Ich war noch... Aber ich habe einen leichten Verdacht. Ein Italienischkurs wird mir auch gut tun. Aha. Ein Italienischkurs? Ja. Im Gate-Bereich, das heißt, ich warte da und krieg dann... Da ganz kurz, du, aber ist auch... Ja, aber dann fliege ich doch weg. Ja, kurz, das heißt, ich lerne Italienisch und lerne nur auf Wiedersehen, tschüss, war toll. Nur für umsteigende Gäste. Nur für umsteigende. Ja, nur für umsteigende. Ja. Bis zu 500 Milliliter Pesto im Handgepäck mitzuführen. Also warum soll das nur in Genua möglich sein, exklusiv möglich sein und nicht überall? Ja. Finde ich, also kann sein, aber... Wo liegt denn der Flughafen? Ja, der liegt... kommt darauf an, wie lang der Tunnel ist. Ja. Das könnte natürlich sein, dass man direkt zum Strand ging. Dunkel habe ich ein Bild im Kopf, bei dem das so ist. Aber ich weiß nicht, ob das dieser Tunnel war. Aber irgendwas... Ja, und was machen wir? Also, wir warten bis ein so wie der Elton sich gefreut hat, muss es eigentlich Pesto sein. Mein Gefühl geht am ehesten zu C. Dann laufe ich deinem Gefühl nach. Ja? Ja. Und wenn das auch falsch ist, dann nehmen wir beim nächsten Mal vielleicht auch mal das Publikum. Nein, oder so. Wir gehen dann. Ach, wir gehen. Na, das ist ja früh. Wir gehen, wenn wir... Wenn das wir machen nur aktive Politiker. Okay, wir... Ja. C. Achtung. C. Ist Pesto? Echt? Oh. Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Seit über 10 Jahren können Flüssigkeiten im Handgepäck nur bis zu einer Menge von jeweils 100 Millilitern mitgeführt werden. Bis vor kurzem galt dies auch in Genua. Doch nun hat der Flughafen eine Sonderregel eingeführt. Denn Monat für Monat mussten hunderte Gläser an grünem Pesto konfisziert werden, die Passagiere mit an Bord nehmen wollten. Wer jetzt 50 Cent für einen wohltätigen Zweck spendet, dem wird erlaubt, ganze 500 Milliliter Pesto im Handgepäck mitzunehmen. Man lernt halt nie. Woher weißt du das? Das habe ich gelesen gerade. Es gibt bestimmte Prüfer, die prüfen, ob da auch wirklich Pesto drin ist. Also irgendwann wird auch mal ein Glas aufgemacht und geguckt. Das macht ja Sinn. Ja. Ach. Ja. Also, ich wusste, dass ich den Elten lesen kann. Ich weiter verstanden. Steht da erstmal die Null vorm Euro, aber da kann sie ja noch eine Menge tun. Wir sehen es wieder, Elten. Lesen bildet. Ich könnte jetzt fragen, warst du schon mal in Kalifornien? Also ich noch nicht. Ich war schon mal in Kalifornien. Bin in Kalifornien. Wer im 70. Stock
des US Bank Towers in Los Angeles angekommen ist. A. Hat zwei Ringe dabei. B. Ist verhaftet worden. Oder C. Kann in einer Glasrutsche an der Fassade herunterrutschen. Also, nein, 70. Stock sind ungefähr mindestens 200 Meter. Glasrutsche? So. Würde es aber am ehesten zu L.A. passen. Ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das hätte man auch, glaube ich, vielleicht irgendwo schon mal gesehen. Also, kann man da heiraten? Also zwei Ringe. Wie soll denn die Glasrutsche, also die muss ja dann um das Haus... Senkrecht. Senkrecht, einfach runter, genau. Klappe auf, an der Wasser, ja. Runter. Ist verhaftet worden. Ist verhaftet worden, finde ich, ein bisschen zu einfach. Wegen Bank, wahrscheinlich ist da oben dann der Tresor oder ist irgendwas. Aber was hat denn, hat zwei Ringe dabei? Ja, das heißt, dass er heiraten will, wahrscheinlich. Oder? Ich weiß nicht. Und vielleicht gibt es auch was anderes. Vielleicht, aber vielleicht ist das stimmt. Das könnte schon sein, also dass da wirklich ganz oben im Penthouse der Standesbeamte ist. Das ist eine Kirche oder ja, dass da irgendwas ist. Ist verhaftet worden, finde ich, kann natürlich sein. Wie gesagt, dass man da eindringt in den 70. Stock. Wo eigentlich hätte gar schließt sich ja das alles nicht aus. Also wer da heiraten will, ist ja im Grunde verhaftet worden und hat vielleicht sowieso nichts Besseres im Sinne als sofort auf der Glasrutsche da. Also. Aber ich bin, ich finde vielleicht A schön. Es wäre schön, ja. Also. Wir nehmen wieder A. Mhm. Wieder A. Also eins steht fest, im 70. Stock sollte man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Oh, oh. Wer im 70. Stockwerk des US Bank Tower in Los Angeles ankommt, kann einen spektakulären Abgang machen. Mit einer rutschenden Matte ausgerüstet, kann man 13 Meter an der Außenseite des Gebäudes auf die Terrasse des 69. Stockwerks herabgleiten. Die durchsichtige Rutsche mit Glaswänden befindet sich etwa 305 Meter über dem Erdboden und garantiert eine perfekte Sicht auf die Stadt. Ich muss sagen, ich hätte es auch nicht genommen, weil ich auch gedacht hätte, das muss man doch schon mal irgendwo gehört, gesehen, gelesen haben, auch noch nie von gehört. Ja. Naja, man denkt nicht dran, dass es nur eine Etage ist. Vielleicht. Also es bleibt bei 500 Euro und bei euch kommen jetzt vielleicht hoffentlich die ersten 500 Euro aufs Konto. Nee, das hätte ich komplett ausgefüllt. Mit der Frage, aus welcher Kategorie? Nach langem Überlegen sind wir schweren Herzens, weil wir keine Ahnung davon haben. Und weil wir es brauchen. Und weil wir es brauchen für Geld. Ja. Vielleicht tauchen jetzt einfach 500 Euro so auf als Joker. Da ist ja schon die reine Frage sehr interessant. Der 0-Euro-Schein. Das ist schon geil, oder? A. Wird als Dummy bei Tests von neuen Geldautomaten eingesetzt. B. Wird in Casinos genutzt, wenn ohne Einsatz gespielt wird. Oder C ist ein von der Europäischen Zentralbank genehmigter Geldschein. Es sind wieder im Casino gehe ich nie, deswegen weiß ich das nicht. Aber da den Geldautomaten nutzen mit dem Ding, das nichts wert ist, finde ich eigentlich ganz so. Ja, also der muss ja original wie ein Geldschein sein. Ja, und mit allem drum und dran. Ja. Und da steht halt nur 0 Euro drauf. Aber würde es denn Sinn machen, dass die Europäische Zentralbank den genehmigt als Geldschein? Für was könnte man den denn benutzen? Für die Toilette beispielsweise. Nein, ich weiß oder ich zur nicht. Zinsauszahlung. Zinsauszahlung. Aber warum soll die Europäische Zentralbank nichts genehmigen? Null genehmigen. Das ist vielleicht gibt es klein machen. Ich glaube, das wäre speziell für die Rente von der EZB. Ja. Wir können die Sendung an dieser Stelle abbrechen. Ich erzähle nämlich, warum die Rente sicher ist. Ja, also gut, fünf Scheine. Noch ein Satz und wir sind soweit. Das war so wunderbar. Was sagen wir jetzt? Ja, was sagen wir jetzt? Wollt ihr das Publikum fragen oder wollt ihr Risiko gehen? Oder zäheres Kind? Du willst das Publikum fragen, ja? Ja, machen wir das Publikum. Aber wehe, es meldet sich an, der das nicht macht. Also, wir wissen es ja auch nicht. Wir nehmen das Publikum. Okay. Ja. Also wenn es bei diesem Kontostand hier bleibt von 0 Euro, ja, dann können wir oder es den 0-Euro-Schein gibt, dann können wir sie auch auszahlen. Hier vorne ist einer, der sich da.
Es stehen zwei Herrschaften. Er ist souverän aufgestanden am Anfang. Ja. Aber trotzdem vielen Dank, wir hätten auch Ihnen vertraut. Grüß dich, wie heißt du? Marc, grüß dich. Marc, du darfst dich nicht ganz so breit machen, weil sie hat gesagt, es ist meine ganz große Chance, jetzt mit groß ins Fernsehen zu kommen. Nein, ja, außer wenn er sich so aufpumpt. Nein? Nein, wie heißt du? Roma. Hallo Roma. Ja, siehst du, jetzt warst du auch im Fernsehen, Roman. Hallo. Marc, wo kommst du her? Ja, auch hier aus Hamburg. Mhm. Und ich habe jetzt auch eine ganz große Chance, mich zu blamieren. Ich bin nämlich selber Mitarbeiter einer Sparkasse. Oh. Ja, also bisschen Druck ist da schon. Ja, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber so 80%. Okay. Das ist mir egal, wir sicher, Sachen Buchstaben. Ja, ja, also A ist es... wahrscheinlich nicht. Also mein Vater, der hatte auch mit Geldautomaten zu tun und die testen die Dinger auch mal. Und da habe ich noch nie davon gehört, dass die da mit 0-Euro-Schein hantieren. Im Casino war ich auch schon mal, da habe ich die auch noch nie gesehen. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es Antwort C sein muss. Das ist dann, damit ist wahrscheinlich nicht das Geld im Portemonnaie gemeint, sondern Wertpapiere. Mhm. Okay, also er hat zumindest eine Idee. Ja. Ja, kennst du Marc Roma? Er ist mein Freund. Aha, verstehe. Ich hoffe, er bringt mehr mit nach Hause, verstehe, als den 0-Euro-Schein. Ja. Also, dann drücken wir jetzt mal alle gemeinsam die Daumen und schauen uns an, was es mit dem 0-Euro-Schein so auf sich hat. Auf diesem Schein steht tatsächlich eine 0. Und das, obwohl er sonst aussieht wie ein ganz normaler Geldschein. Inklusive Wasserzeichen, Kupferstreifen und Hologramm. Die Sondereditionen werden als Souvenirs und Sammlerstücke für Preise ab 2 Euro verkauft. Tatsächlich hat die EZB den 0-Euro-Schein offiziell genehmigt. Da er den Wert 0 besitzt, kommt er im Zahlungsverkehr natürlich nicht zum Einsatz. Ja, Marc, also du bist im Berufswechsel gerade noch mal entgangen. Ja, kannst dich in der Bank wieder sehen lassen. Also viel Spaß und damit die ersten 500 Euro auf eurem Konto. Mag ich ja schon, der wird 0-Euro-Schein für 2 Euro verkauft. Ich meine, ja. Das ist ein Geschäft. Einen Markt für. Das ist ein Geschäft. Sammler sind da bereit, Geld zu zahlen. So, wie geht's weiter? Clever würden wir gerne probieren. Was vereinfacht das saubere Stimmen einer Gitarre? A. Autofahren bei 27 Kilometer pro Stunde. B. Anruf bei einem österreichischen Bundesamt. Oder C. Anschlagen einer leeren, handelsüblichen Halbliterflasche Bier. Spielt einer von euch beiden ein Instrument? Nee, mein Sohn spielt Gitarre. Ich helfe ihm manchmal beim Stimmen. Nachdem er 8 ist, haben wir das mit der Bierflasche noch nicht versucht. Ich halte es ab. Wäre natürlich theoretisch denkbar, dass das in bestimmten E oder so zum Beispiel. Ja, aber da steht zwar handelsüblich, aber trotzdem gibt es verschiedene Formen, ja, verschiedene viel, ja. Größen. Ich glaube nicht, wenn die leer ist, haben die alle immer den einen gleichen Ton. Beim Anschlagen, ich meine, da kannst du jedes Mal die Scherben aus. Das auch. Ja, also Autofahren bei 27 km/h. Was soll das? Also das ist natürlich wieder am verrücktesten. Wir wissen ja, in welcher Sendung wir hier sind. Nur was macht das für einen Sinn? Also das würde ja nur irgendwie einen bestimmten Luftdruck oder Luftzug oder was, aber das ist ja auch Quatsch, weil je nach Fahrt... Also am einfachsten kann ich mir B vorstellen, dass da tatsächlich ein Ton ist. Vielleicht gibt es da irgendwann ein Amt, das tatsächlich... ja, so wie die Uhrzeit irgendwo da in Paris oder das Kilogramm. Und vielleicht gibt es da ein Bundesamt, ist ja ein sehr kulturelles Land, Österreich, wo gesagt hat, das E ist Bundesamt genau. Bundesamt für Stimmung. Ja, genau. Bundesamt für die Richtigkeit von Tönen. Für österreichische Stimmung. Ja. Boah, ey. Denkbar. Ja, doch, ich würde es mal probieren. Probiert das mal. Ja, würde ich auch. Komm, B. Da gehen wir gemeinsam durch. Also nochmal Risiko ohne Publikumsjoker, haben Sie sich für Antwort B entschieden. Der Kammerton A hat eine Frequenz von 440 Hertz. Nach ihm werden viele Instrumente gestimmt. Früher konnte man einfach zum Hörer greifen und sich am Wellton orientieren. Der lag bis 1979 ebenfalls bei 440 Hertz. Heute jedoch meist bei 425 Hertz. Doch ein Anruf in Österreich genügt.
Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen bietet den Stimmton 440 Hertz als sogenanntes Normsignal unter der Telefonnummer +43 12 11 10 15 07 an. So lässt sich die Gitarre sauber stimmen. Ja, manchmal wird das Risiko auch belohnt. Richtige Antwort, Antwort B. Und damit die nächsten 500 Euro. Ihr steht bei 1000 Euro. Das hätten wir gewusst. Wir probieren jetzt mal Trick 17. Die, ja. Die Gebühren können bei einem solchen Anruf aus den unterschiedlichen Netzen abweichen. Ja. Gut. Trick 17. Und je nachdem die Kosten einer Gitarre übersteigen. Womit können beim Wäschetrocknen auf einem Ständer Knickfalten verhindert werden? A. Einem Parfümflakon, B. einer Poolnudel oder C. Haargummis? Poolnudel. Ja. Wissen Sie, was eine Poolnudel ist, Herr Blüm? Eine Nudel, die am Pool ist. Eine abgeschmierte Arabiata. Ja, ja. Schwimmbad. Dann wir nehmen B. Ne? Weißt du warum? Oder einfach, weil ich das jetzt gesagt habe. Du hast gesagt, du bist der Intelligente von uns. Du kannst doch nicht hinter mir herrennen. Also, ja. Meine Idee ist nur folgende. Also, die Knickfalte entsteht ja, weil das ein sehr dünner Draht ist. Ja. Beim Trockner, beim Ständer. Die Poolnudel ist so ein langer Schlauch. Ja. Und wenn man die aufschneidet und dann auf den Draht drauflegt, dann hat man auf einmal so eine schöne runde Oberfläche, die nicht zu einem Verknicken führt. Hast du Knickologie studiert? Ja. Ich sag mal so. Kann man das im Knicken nachlesen? Ich habe ein Seepferdchen. Ah ja. Das ist der Poolnudel sehr nah. Also wobei die Poolnudel besser schwimmen kann natürlich. Ich benutze kein Parfum und über Haargummis möchte ich jetzt nicht reden. Dann Haargummis sind wir auch uns im Haar. Wir nehmen B. B ist eingeloggt. Hast du denn auch eine Poolnudel, Bernhard? Nee, aber ich habe schon mal in einer gehangen. Oh. Und es war ein geiles Gefühl. Ich habe keine Knicke bekommen. Ja, ja. Also hört sich auf jeden Fall sehr sinnvoll an, was der Bernhard da gerade gesagt hat. Trocknende Wäsche auf dem Wäscheständer bekommt oft unschöne Knickfalten durch die Streben. Um diese gar nicht erst entstehen zu lassen, hilft eine Poolnudel. Diese der Länge der Streben anpassen und längs einschneiden. Nun über die Streben stülpen und die Kleidung wie gewohnt aufhängen. Die runde Form der Poolnudel lässt die Wäsche ohne Knickfalte trocknen. Sehr gut. 1000 Euro auf eurem Konto. Und wenn Sie das demnächst so tun und dann danach gefragt werden, wo Sie das herhaben, dann vergessen Sie bitte nicht zu erwähnen, wer Ihnen diesen guten Tipp gegeben hat. Wir haben noch 5 Kategorien. Obstgarten. Mhm. Wir haben gerade festgestellt, dass Sie beide keine Ahnung haben. Damit Stachelbeeren beim Einkochen ihre Form behalten, sollten die Früchte nicht eingekocht werden. A. Halbreif verwendet werden, B. mit Johannisbeeren gemischt werden oder C. vor dem Einkochen eingeschnitten werden. Das ist eine prädestinierte Publikumsfrage. Das ist auf jeden Fall, ja, also das kann sich schon mal, ich glaube, das Publikum kann sich schon mal warm machen. Einkochen ist ein bisschen also, aus der Mode gekommen, ne? Einschneiden ist eigentlich Quatsch, würde ich sagen. Weil dann behalten sie garantiert nicht schön. Die Form. Die haben eine relativ harte Haut. Mhm. Wenn ich sie einschneide, dann kommt das, was drinnen ist, das Fruchtfleisch eher raus. Und dann behalten sie nicht ihre Form. Halb reif verwendet. Ja, kann natürlich sein, dass die dann härtere Schalen haben, aber sind die so sauer. Aber ich meine, ob ich nicht sogar Stachelbeer, Johannisbeeren, diese Mischung, das habe ich schon erlebt. Ja, aber ich will ja nur Stachelbeeren einkochen. Mache ich denn die Johannisbeeren dann später wieder raus, oder was? Dann kannst du wieder rausfischen. Ja, aber was ist denn das? Ich glaube, die Johannisbeeren haben eine besondere Säure. Die ist ja die Poolnudel auch nicht anders. Die halte ich für möglich. Sicher bist du dir, dass du sagst, okay, das könnte ich tatsächlich glauben, oder wollen wir sicher gehen? Ich bin mir so sicher, dass ich, wenn ich jetzt im Publikum säße, nicht aufstehen würde. Sehr gut. Lass uns die Hausfrauen fragen. Ja, wir nehmen das Publikum. Frage das Publikum. Na super. Also wenn das jetzt nicht jemand mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, wäre ich schwer enttäuscht. Wir wollten die anderen noch einkochen, haben wir gesagt. Ja. Also. Guten Tag.
Edda, wie halten Sie so mit dem Einkochen? A. Ist es A? Unreif. Aha. Man soll sie vor dem 17. Juni pflücken. Mhm. Und dann einkochen. Okay. Dann bleiben sie schön. Also klar, 16. Juni geht noch, aber 18. Juni ist schon zu spät. Das ist vorbei. Alles klar. Also Edda ist sehr bestimmt. Komm, mal abwarten. Ja, und Edda, wenn diese Antwort richtig ist, wäre uns das 500 Euro wert. Frische Stachelbeeren können im Juni geerntet werden. Wer sie aber auch im Winter noch beispielsweise als fruchtigen Kuchenbelag verwenden möchte, kann sie im Sommer einkochen. Damit die Stachelbeeren dabei nicht die Form verlieren, empfiehlt es sich, halbreife Früchte zu verwenden. Lassen sich die Früchte leicht eindrücken, haben sie den perfekten Reifegrad zum Einkochen erreicht. Sehr gut, Herr Dahn. Sehr gut. Herzlichen Dank. Ja, das ist das nächste Mal kommt, bringt uns mal einen Stachelbeerkuchen. Mach ich. Ja, versprochen. Damit stehen wir bei 1500 Euro. So, ihr müsstet jetzt wieder gleichziehen. Ja, wir würden unserer Ahnungslosigkeit Ausdruck verleihen, indem wir das Fragezeichen machen. Ja. Die Überraschungskategorie. Vom Lazarus-Effekt sprechen Wissenschaftler, wenn A. das Meer seine Strömung ändert, B. ausgestorben geglaubte Tierarten wiederentdeckt werden oder C. sich Wolkenformationen nach einer Mondfinsternis bilden. Ach, das weiß der Bernhard. Kann doch B sein, oder? Ah, der Lazarus ist ja von den Toten auferstanden. Dann sind die, ist B eigentlich das Naheliegendste? Sicher bin ich auch nicht. Aber Lazarus hat was mit wieder auferstehen, wieder entdeckt. Oder? Also Lazarus war tot und dann hat Jesus gesagt, komm raus. Komm raus. Lass es sein mit lass dem es Tod. Sein, das Todsein ist doof. Ja. Also auf jeden Fall ist die, ja, die Suche ja, nennt sich Kryptozoologie, ja. Das weiß ich. Ja, wir nehmen B, oder? Wir nehmen B. Wir nehmen auch und zu B. B ist eingeloggt. Der Lazarus-Effekt. Die Frage gilt es zu klären. Achtung. Die biblische Gestalt des Lazarus wurde laut Johannesevangelium durch Jesus von den Toten auferweckt. Der nach ihm benannte Effekt beschreibt daher das Wiederentdecken von Tierarten, die als ausgestorben galten. Dazu zählen der Baumhummer oder der Guadalupe-Seebär. Und damit stehen Bernhard Reuker und Dr. Norbert Blüm ebenfalls bei 1500 Euro. Es bleibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Körper? Körper. 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 Hm? Unser Körper, euer Körper, mein Mensch. Was wird von dem menschlichen Hormon FGF21 gesteuert? Ach, das kennt doch jeder. A. Das Hormon kennt doch jeder. Appetit auf Süßigkeiten. B. Abneigung gegen heißes Wasser. Heißes Wetter, Entschuldigung. Das eine ist so, ja. Na, okay. Abneigung gegen heißes Wetter. Oder C. Spaß an schlechten Witzen. Hä? Also das Hormon kennt jeder, das ist eine, so eine leichte Frage. Ja. Hätten wir die doch genommen, die Kategorie. Ja, hätten wir die doch genommen. FGF21. FGF21, ich meine, da können wir auch nichts draus schließen. Das kann, nicht, nein, das kann auch keine Hormone, Abkürzung für irgendwas sein. Fruchtgummi. Nein. Wegen Süßigkeiten, keine Ahnung. Also, aber Spaß an schlechten Witzen. Soll ich mal einen schlechten Witz machen, dann könnt ihr ja ausprobieren, ob euer Hormon steigt oder was. Das lassen wir lieber ihn machen. Haben Sie einen schlechten Witz parat? Nein. Nur gute. Nur gute. Es könnte ja sein, dass das überhaupt Spaß an jeglichen Witzen. Soll ich euch mal einen schlechten Witz vor? Baujahr. Also, Onkel und ich, wir kommen in die Kneipe und sagen zwei kurze, sagt der Ober, und was wollt ihr trinken? Also, ich habe jetzt gerade eine ganz massive Hormonausschüttung. Nee, das also C. Aber A ist mir wiederum zu logisch, weißt du? Ja, das wird fast. Ja, lacht der da lacht der Hohecker wieder. Nein, ich lache immer noch über den Gag. Aber gut. Man hat auf einmal Jeep auf was Süßes. Also ich bin für A.
wenn du für A C bist. C schließe ich aus, ich bin minimal für B, aber irgendwie finde ich gut, für A. Man hat auf einmal Appetit auf Süßes, warum auch immer. Da wird irgendein Hormon aus. Was? Ich habe nicht zugehört, Entschuldigung. Du schließt C aus, ich schließe B aus, also müssen wir A nehmen. Wir nehmen A. Warum wundert mich das nicht? Tja, wenn es daran liegt, an FGF21, dann wissen wir ja warum. Forscher der Universität Kopenhagen haben bei Untersuchungen mit dem von der Leber gebildeten Hormon FGF21 oder Fibroblastenwachstumsfaktor 21 eine spannende Entdeckung gemacht. Bei Menschen, die gerne und oft Süßes essen, lassen sich Genvarianten des Hormons finden. Bis zu 20% öfter neigen diese Personen dazu, eine Naschkatze zu sein. FGF21 regelt also den Appetit auf Süßes. Die Forscher erklären das damit, dass das Hormon auf das Belohnungssystem im Gehirn wirkt. Richtige Antwort. 2000 Euro. Wisst ihr, das ist das Hormon, was mir fehlt. Deswegen sage ich immer, ich sitze da ja immer regungslos davor und so. Und ich habe das Hormon nicht. Ich hab das auch nicht, das Hormon. Ja. Wir haben unsere Hormone mir gegeben. Ja. Aber wir können uns da mal behandeln lassen. Wir haben noch zwei Kategorien, tierisch. So, pass auf, mit den Tieren, die ausgestorben waren, dann machen wir das schon mal ganz gut. Wir sind Tiere. Sollen wir mal mit den Lebenden versuchen? Tierisch sind wir überhaupt. Wir versuchen mal tierisch. Die bis zu 19 Kilogramm schwere afrikanische Riesentrappe. Gott, was ist das denn? A. Lässt sich bei der Jagd von den Gezeiten beeinflussen. B. Fällt bei lautem Knall in Ohnmacht. Oder C. Ist der schwerste flugfähige Vogel der Welt. Die afrikanische Riesentrappe. Es ärgert mich gerade tot, weil das Bonner Museum Alexander König hat Rekordvögel in so einem Glaskasten drin. Ja. Unter anderem den schwersten flugfähigen Vogel. Und das ist irgendeine Gans. Es kann aber sein, dass diese Gans eine Trappe ist. Dass die Trappe heißt. Die ist mit Sicherheit eine Attrappe da im Museum. Also klar. Also da ist. Es ist eine riesengroße weiße Gans. Vielleicht heißt die ja Riesentrappe. Aber mit Knall im Ohnmacht, das finde ich auch relativ unwahrscheinlich. Das wäre lustig. Nimmst du irgendwie so einen Böller mit, bumm, fallen die alle um. Ja. Dann lass uns C. Gott, wir nehmen C. Sie sind aber wirklich koalitionsfähig, das muss man sagen. Ja, habe ich gelernt. So ist man auch am Ende 53 Jahre verheiratet. Ja. Wir sind verheiratet? Ja. Riesentrappen sind ausdauernde Flieger, die sich jedoch lieber auf dem afrikanischen Boden aufhalten. Vor Raubfeinden bringen sie sich meistens laufend in Sicherheit, um nicht fliegen zu müssen. Nur bei äußerster Gefahr geht es in die Lüfte. Und das bei einem Gewicht von bis zu 19 Kilogramm bei den Männchen. Damit zählen die Riesentrappen zu den schwersten flugfähigen Vögeln. Noch mal 500 Euro draufpacken vor dem Finale. Ja. Aus der Kategorie Entbindung. Erfindung. Ich hab schon wieder nichts. Was hat er gesagt? Was ist los hier? Nix. Jetzt weiß ich auch, wo diese Irgendwo müssen diese leeren Halbliter Bierflaschen herkommen, um die Gitarre zu stimmen. Was wurde 1860 in England auf den Markt gebracht? A. Ein Sitzstab für Damen mit aufwendigen Reifröcken. B. Eine Duschbrille für die Benutzung öffentlicher Bäder. Oder C. Eine Barttasse für Träger eines Oberlippenbarts. Ich wage jetzt einfach schon mal eine Festlegung. Ja. Alle drei wären möglich. Prinzip der Sendung erkannt und verstanden, Herr Holt. Eine Barttasse für Träger eines Oberlippenbarts. Wäre denkbar. Aber Tasse, also was soll denn da drin, wenn du jetzt Bierkrug hättest, wo viel Schaum ist oder... Ja, also ich finde C... Kann natürlich sein, aber warum? Also man muss auch schauen, wir sind in England, wo sie überwiegend sowieso nur abstruse Dinge erfinden. Ja. Das heißt, alle drei sind... Alle drei sind möglich. Ein Sitzstab für Damen mit aufwendigen Reifröcken. Das heißt also, damit die sich
nicht, damit die nicht stehen. Reifwerke sind schwer. Und wenn die lange stehen müssen, haben die 60er Reifwerke noch in. Das weiß ich leider nicht so ganz genau. Wobei ich das waren in doch. Das finde ich am langweiligsten. Ich meine, wenn dann nur, dann ist das so ein Stab, wo du dich so leicht anlehnen kannst. Aber schon mit dem Reifrock kannst du ganz schlecht. Ich mache mal einen Reifrock. Also das ist der, mein Reifrock. Ne? Ja. Und wenn aber der jetzt ist etwas ja größer so, ist, ne? Dann komme ich da ganz schlecht über den Stuhl. Ach, wenn so ich aber was, da unter dem Rock quasi so eine Art Melkschemel habe, am besten noch eingearbeitet in den Rock, dann kann ich mich einfach ohne Stuhl setzen. Wird auch blöd. So, reden wir ganz kurz, wir haben nicht mehr so über viel Zeit, über die Duschbrille. Eine Duschbrille für die Benutzung öffentlicher Bäder, was soll das für einen Sinn haben, hygienetechnisch gesehen? Also, macht eigentlich gar keinen Sinn. Die hatten ja wahrscheinlich noch kein Chlor im öffentlichen Bad, so dass es eigentlich nur Wasser an die Augen kam. Und dann ist A vielleicht gar nicht mal so blöd. Also Bartasse finde ich, also Tasse. Also bei C bin ich überzeugt, dass das jemand schon mal erfunden hat. Das gibt es garantiert. Aber ob das gerade in England 1860 war, weiß ich nicht. Also Entscheidung? Das gibt es garantiert. A. Und wir schauen zurück ins Jahr 1860. Was wurde da erfunden? Im 19. Jahrhundert trug der Mann von Welt Bart. Gerade durch die aufwendige Pflege der Schnäuzer mit Wachs und Pomade wurde der Tee- und Kaffeegenuss oft zum Verdruss. Entweder war der Bart im Tee oder Tee im Bart. Glücklicherweise brachte 1860 eine englische Porzellanmanufaktur eine Tasse auf den Markt, die mit einem kleinen Steg ausgestattet war, auf dem der Bart abgelegt werden konnte. So gelangte keine Pomade mehr in das Heißgetränk und der Bart blieb sauber und trocken. Eieieiei. Ja, das war die letzte Frage. Damit haben wir folgenden Zwischenstand. Bernhard Hoeker und Dr. Norbert Blüm haben 2000 Euro erspielt. Elton und Alexander Holt haben auch 2000 Euro erspielt. Und mit diesem Kontostand kommen wir jetzt zum großen Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Spirituosen. Ha! Also, Zwei kurze. Was kann das sein? So, jetzt müsst ihr setzen. Das ist keine Kategorie. Beide Teams haben gesetzt. Für die Beantwortung der jetzt folgenden Masterfrage habt ihr 20 Sekunden Zeit. Und hier ist die heutige Masterfrage. Mit welchem Gewürz wird ein klassischer Aquavit verfeinert? A. Anis, B. Kümmel oder C. Wacholder. 20 Sekunden laufen. Die Zeit ist um und wir sind gespannt, was ihr gesetzt habt. Bernhard Hoeker und Dr. Norbert Blüm haben von den 2000 erspielten Euro gesetzt. Alles. Elton und Alexander Holt haben von den 2000 Euro gesetzt. Auch alles. Wow. Damit heißt es heute alles oder nichts, denn gleich erfahren Sie erst, für welche Antwort sich unsere beiden Teams entschieden haben. So, jetzt schauen wir mal auf, was ihr getippt habt. Bernhard und Norbert Blüm haben gesetzt auf B. Kümmel. Elton und Alexander Holt haben gesetzt auf B. Kümmel. Also,
Ich glaube, bei Wacholder sind sich alle einig. Das ist Gin. Ne? Das ist Gin. Anis ist Uso. Uso. Uso und Sambuca. Sambuca zum Beispiel. Und auch Aquavit. Ja, und Aquavit. Und ein klassischer Aquavit wird verfeinert mit Kümmel. So, und damit stehen beide Teams jetzt bei 4.000 Euro. Das ist die Gewinnsumme des heutigen Abends, aber eben nur für eines der beiden Teams. Jetzt ist die Frage, wer gewinnt die 4.000 Euro? Team Bernhard oder Team Elton? Und damit auch natürlich die Frage, welche Publikumsseite? Und für Sie zu Hause, Sie sollten eigentlich zu Hause, müssen Sie jetzt eigentlich darauf hoffen, dass Team Elton gewinnt, denn dann erhöht sich ja der Pro-Kopf-Gewinn und dann haben wir auch unsere App-Gewinner. Moment, 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 Moment. Ich erkläre nur, gerade für unsere App-Mitspieler kommt es ja darauf an, ne, wie hoch der Pro-Kopf-Gewinn ist. Das heißt aber nicht, dass wir das jetzt so machen da hinten. So, wir haben jetzt eine Schätzfrage. Hier ist die Entscheidung. Wie viele Bahnhöfe in Deutschland tragen die Bezeichnung Hauptbahnhof im Namen? 20 Sekunden laufen. Wir liegen gar nicht so schlecht, glaube ich. Habe ich schon lange nicht mehr, weil ich mit dieser Frage überhaupt nicht klarkomme. Hamburger Hauptbahnhof. Ja, ja. Kölner Hauptbahnhof. Wir haben es jetzt in 20 Sekunden nicht geschafft, alle aufzuzählen. Ja, wir wissen, was ein Hauptbahnhof ist. Ja, ja. Ich wollte gerade mal durchzählen. Ja. Ich hoffe, du bist noch lange nicht fertig. Bernhard und Robert Blüm haben getippt. Es sind 400. Elton und Alexander Holt haben getippt auf 1.000. Zu viel. So, Achtung. Also, in Deutschland, die gesuchte Zahl hat vorne eine 1. Dann kommt eine 2. Ja, 120. Dann kommt eine 5. Und dann kommt eine... Nichts mehr. Nichts mehr. Oh. 125 sind es in der Tat. Und damit gewinnen Bernhard und Norbert Blüm diese Sendung heute, die 4.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Bernhard, herzlichen Glückwunsch. 4.000 Euro. Und wir haben das jetzt ganz schnell ausgerechnet. Ja, 4.000 Euro heißt für jeden von euch 64,52 Euro. Ja? Darauf einen Aquavit mit Kümmel. Also, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dem Geld. Danke fürs Mitspielen. Oh. Ja? Danke fürs Zuschauen. Herzlichen Glückwunsch. Natürlich auch unseren Mitspielern, die heute bei der App gewonnen haben. Und wenn Sie die App noch nicht haben, dann sollten Sie sich die downloaden. Dann können Sie nämlich bei der nächsten Sendung mitspielen. Also, schönen Abend noch hier im Ersten. Tschüss. Okay. Ach, das kennt doch jede. A. Das Hormon kennt doch jede. Appetit auf Süßigkeiten. B. Abneigung gegen heißes Wasser. Heißes Wetter, Entschuldigung. Das eine ist so, okay. Abneigung gegen heißes Wetter oder C, Spaß an schlechten Witzen. Hä? Also das Hormon kennt jeder, das ist eine, so eine leichte Frage. Ja. Hätten wir die doch genommen, die Kategorie. Hätten wir die doch genommen. Hier. FGF 21. GF21. Ich meine, da können wir auch nichts draus schließen. Das kann auch keine Abkürzung für irgendwas sein. Fruchtgummi. Wegen Süßigkeiten, keine Ahnung. Also, aber Spaß an schlechten Witzen. Soll ich mal einen schlechten Witz machen? Dann könnt ihr ja ausprobieren, ob euer Hormon steigt oder was. Das lassen wir lieber ihn machen. Haben Sie einen schlechten Witz parat? Nein.
Nur gute. Es könnte ja sein, dass das überhaupt Spaß an jeglichen Witzen. Soll ich euch mal einen schlechten Witz vorstellen? Oh ja. Also, Onkel und ich, wir kommen in die Kneipe und sagen zwei kurze, sagt der Ober, und was wollt ihr trinken? Also, ich habe jetzt gerade eine ganz massive Hormonausschüttung. Nee, das also zählt. Aber A ist mir wiederum zu logisch, weißt du? Ja, das wird fast. Ja, lacht der da lacht der Hohecker also wieder. Nein, ich lache immer noch über den Gag. Mal gut. Ja, ich Spaß. Also, man hat auf einmal Jeep auf was Süßes. Also ich bin für A. Wenn du für A C bist. C schließe ich aus. Ich bin minimal für B, aber irgendwie finde ich gut, für A. Man hat auf einmal C Appetit aus, auf Süßes, B warum aus, auch immer. Da wird irgendein Hormon aus... Was? Ich habe nicht zugehört, Entschuldigung. Du schließt C aus, ich schließe B aus, also müssen wir A nehmen. Wir nehmen A. Mhm. Warum wundert mich das nicht? Tja, wenn es daran liegt, an FGF21, dann wissen wir ja warum. Forscher der Universität Kopenhagen haben bei Untersuchungen mit dem von der Leber gebildeten Hormon FGF21 oder Fibroblastenwachstumsfaktor 21 eine spannende Entdeckung gemacht. Bei Menschen, die gerne und oft Süßes essen, lassen sich Genvarianten des Hormons finden. Bis zu 20% öfter neigen diese Personen dazu, eine Naschkatze zu sein. FGF21 regelt also den Appetit auf Süßes. Die Forscher erklären das damit, dass das Hormon auf das Belohnungssystem im Gehirn wirkt. Richtige Antwort. 2000 Euro. Siehst du, das ist gut. Wir gehen, wenn wir... Wenn das wir machen nur aktive Politiker. Okay. C. Achtung. C. Ist Pesto? Echt? Oh. Wenn's nicht läuft, dann läuft's nicht. Seit über 10 Jahren können Flüssigkeiten im Handgepäck nur bis zu einer Menge von jeweils 100 Millilitern mitgeführt werden. Bis vor kurzem galt dies auch in Genua. Doch nun hat der Flughafen eine Sonderregel eingeführt. Denn Monat für Monat mussten hunderte Gläser an grünem Pesto konfisziert werden, die Passagiere mit an Bord nehmen wollten. Wer jetzt 50 Cent für einen wohltätigen Zweck spendet, dem wird erlaubt, ganze 500 Milliliter Pesto im Handgepäck mitzunehmen. Man lernt halt nie. Woher weißt du das? Es gibt bestimmte Prüfer, die prüfen, ob da auch wirklich Pesto drin ist. Also irgendwann wird auch mal ein Glas aufgemacht und geguckt. Das macht das ja Sinn. Ja. Ach. Ja. Also, ich wusste, dass ich den Elken lesen kann. Weiter steht da erstmal die Null vorm Euro, aber ja, da kann sie ja noch eine Menge tun. Und wir sehen es wieder, Elken. Lesen bildet. Ich könnte jetzt fragen, warst du schon mal in Kalifornien? Also ich noch nicht. Ich war schon mal in Kalifornien. Wir nehmen Kalifornien. Wer im 70. Stock des US Bank Towers in Los Angeles angekommen ist, A, hat 2 Ringe dabei, B ist verhaftet worden oder C kann in einer Glasrutsche an der Fassade herunterrutschen. Also, nein, 70. Stock sind ungefähr mindestens 200 Meter. Glasrutsche? So. Würde es aber am ehesten zu L.A. passen. Ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das hätte man auch, glaube ich, vielleicht irgendwo schon mal gesehen. Also, kann man da heiraten? Also zwei Ringe. Wie soll denn die Glasrutsche, also die muss ja dann um das Haus... Senkrecht. Einfach runter, genau. Klappe auf, an zack, der Wasser, ja. Runter. Ist verhaftet worden. Ist verhaftet worden, finde ich, ein bisschen zu einfach wegen Bank. Wahrscheinlich ist da oben dann der Tresor oder ist irgendwas. Aber was hat denn, hat 2 Ringe dabei? Ja, das heißt, dass er heiraten will, wahrscheinlich. Oder? Ich weiß nicht. Und vielleicht gibt es auch was anderes. Vielleicht, aber vielleicht ist das, stimmt. Das könnte schon sein, also dass da wirklich ganz oben im Penthouse der Standesbeamte ist. Das war eine Kirche oder, ja, dass da irgendwas ist. Ist verhaftet worden, finde ich, kann natürlich sein. Wie gesagt, dass man da eindringt in den 70. Stock. Eigentlich schließt sich ja das alles nicht aus. Also wer da heiraten will, ist ja im Grunde verhaftet worden und hat vielleicht sowieso nichts Besseres im Sinne als sofort auf der Glasrutsche da. Also, aber ich finde vielleicht schön. Es wäre schön, ja. Also
Wir nehmen wieder A. So eine prädestinierte Publikumsfrage. Ja, also das kann sich schon mal, ich glaube, das Publikum kann sich schon mal warm machen. Einkochen ist ein bisschen aus der Mode gekommen, ne? Einschneiden ist eigentlich Quatsch, würde ich sagen. Weil dann behalten sie garantiert nicht die Form. Die haben eine relativ harte Haut. Mhm. Wenn ich sie einschneide, dann kommt das, was drinnen ist, das Fruchtfleisch eher raus. Und dann behalten sie nicht ihre Form. Halb reif verwendet. Ja, kann natürlich sein, dass die dann härtere Schalen haben, aber sind die so sauer. Aber ich meine, ob ich nicht sogar Stachelbeer, Johannisbeeren, diese Mischung, das habe ich schon erlebt. Ja, aber ich will ja nur Stachelbeeren einkochen. Mache ich denn Johannisbeeren ja später wieder raus, oder was? Dann kannst du wieder rausfischen. Ja, aber was ist denn das? Ich glaube, die Johannisbeeren haben eine besondere Säure. Die ziehst ja die Poolnudel auch nicht an danach. Ja. Die halte ich für möglich. Bist du dir, dass du sagst, okay, das könnte ich tatsächlich glauben, oder wollen wir sicher gehen? Ich bin mir so sicher, dass ich, wenn ich jetzt im Publikum säße, nicht aufstehen würde. Sehr gut. Lass uns die Hausfrauen fragen. Ja, wir nehmen das Publikum. Frage das Publikum. Na super. Also wenn das jetzt nicht jemand mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, wäre ich schwer enttäuscht. Wir wollten die anderen noch einkochen, haben wir gesagt. Ja. Also. Guten Tag. Bin die Edda. Edda, wie halten Sie so mit dem Einkochen? Ah. Ist es A? Unreif. Aha. Man soll sie vor dem 17. Juni pflücken. Mhm. Und dann einkochen. Okay. Dann bleiben sie schön. Also 16. Juni geht noch, aber 18. Juni ist schon zu spät. Das ist vorbei. Alles klar. Also Edda ist sehr bestimmt. Wollen wir erst mal abwarten. Ja, und Edda, wenn diese Antwort richtig ist, wäre uns das 500 Euro wert. Frische Stachelbeeren können im Juni geerntet werden. Wer sie aber auch im Winter noch beispielsweise als fruchtigen Kuchenbelag verwenden möchte, kann sie im Sommer einkochen. Damit die Stachelbeeren dabei nicht die Form verlieren, empfiehlt es sich, halbreife Früchte zu verwenden. Lassen sich die Früchte leicht eindrücken, haben sie den perfekten Reifegrad zum Einkochen erreicht. Sehr gut, Edda. Herzlichen Dank. Ja, das nächste Mal kommen Sie uns mal einen Stachelbeerkuchen. Mach ich. Ja, versprochen. Damit stehen wir bei 1500 Euro. So, ihr müsstet jetzt wieder gleichziehen. Ja, wir würden unserer Ahnungslosigkeit Ausdruck verleihen, indem wir das Fragezeichen nehmen. Ja. Die Überraschungskategorie. Vom Lazarus-Effekt sprechen Wissenschaftler, wenn A, das Meer seine Strömung ändert, B, ausgestorben geglaubte Tiere, halten wir einmal fest. Aus der Sicht von Autofahrern spielen Fahrräder im Straßenverkehr meist eine untergeordnete Rolle. Besonders ärgerlich für Fahrer von PKWs ist es dann, wenn sie von einem Fahrrad überholt werden. Bei Wartepausen an einer Ampel zum Beispiel. Dies ist aber laut § 5 Absatz 8 der Straßenverkehrsordnung erlaubt. Dort heißt es, Radfahrer dürfen Fahrzeuge, die auf dem rechten Fahrstreifen warten, mit mäßiger Geschwindigkeit und besonderer Vorsicht rechts überholen. Mit was machen wir weiter? Warst du schon mal in Italien? Ja. Gut, wir nehmen Italien. Mehr Infos brauche ich nicht. Nein. Was ist seit 2017 auf dem Flughafen Genua exklusiv möglich? A. An Italienischkursen im GET-Bereich teilnehmen. B. Bis zu 500 Milliliter Pesto im Handgepäck mitzuführen. Oder C, durch einen unterirdischen Tunnel direkt zum Strand zu gelangen. Mein lieber Mann. Ja, das ist aber... Ich war noch, aber ich habe einen leichten Verdacht. Ein Italienischkurs wird mir auch gut tun. Aha. Ein Italienischkurs? Ja. Im Gate-Bereich, das heißt, ich warte da und krieg dann... Da ganz kurz, du, aber ist auch... Ja, aber dann fliege ich doch weg. Ja, kurz, das heißt, ich lerne Italienisch und lerne nur auf Wiedersehen, tschüss, war toll. Nur für umsteigende Gäste, nur für umsteigende. Ja, nur für umsteigende. Ja. Bis zu 500 Milliliter Pesto im Handgepäck mitzuführen. Also warum soll das nur in Genua möglich sein, exklusiv möglich sein und nicht überall? Ja.
finde ich, also kann sein, aber... Wo liegt denn der Flughafen? Ja, der liegt... kommt daran, wie lang der Tunnel ist. Ja. Das könnte natürlich sein, dass man direkt zum Strand ging. Dunkel habe ich ein Bild im Kopf, bei dem das so ist. Aber ich weiß nicht, ob das dieser Tunnel war. Aber irgendwas... Ja, und was machen wir? Also, wir warten bis so wie der Elton sich gefreut hat, muss es eigentlich Pesto sein. Mein Gefühl geht am ehesten zu C. Dann laufe ich deinem Gefühl nach. Ja? Ja. Und wenn das auch falsch ist, dann nehmen wir beim nächsten Mal vielleicht auch mal das Publikum. Na, oder so. Wir gehen dann. Ach, wir gehen. Na, das ist ja früh. Wir gehen, wenn wir... Wenn das wir machen nur aktive Politiker. Okay. Ja. C. Achtung. C. Ist Pesto? Echt? Oh. Wenn es nicht läuft, dann läuft's nicht. Seit über 10 Jahren können Flüssigkeiten im Handgepäck nur bis zu einer Menge von jeweils ein... Ganz kurz, wir haben nicht mehr so viel Zeit, über die Duschbrille. Eine Duschbrille für die Benutzung öffentlicher Bäder, was soll das für einen Sinn haben, hygienetechnisch gesehen? Also, macht eigentlich am... gar keinen Sinn. Die hatten ja wahrscheinlich noch kein Chlor im öffentlichen Bad, sodass es eigentlich nur Wasser an die Augen kam. Und dann ist A vielleicht gar nicht tatsächlich A gar nicht mal so blöd. Also Bartasse finde ich... Also, Tasse also bei C bin ich überzeugt, dass das jemand schon mal erfunden hat. Das gibt es garantiert. Aber ob das gerade in England 1860 war, weiß ich nicht. Also Entscheidung? Das gibt es garantiert. A. Und wir schauen zurück ins Jahr 1860. Was wurde da erfunden? Im 19. Jahrhundert trug der Mann von Welt Bart. Gerade durch die aufwendige Pflege der Schnäuzer mit Wachs und Pomade wurde der Tee- und Kaffeegenuss oft zum Verdruss. Entweder war der Bart im Tee oder Tee im Bart. Glücklicherweise brachte 1860 eine englische Porzellanmanufaktur eine Tasse auf den Markt, die mit einem kleinen Steg ausgestattet war, auf dem der Bart abgelegt werden konnte. So gelangte keine Pomade mehr in das Heißgetränk und der Bart blieb sauber und trocken. Eieieiei. Ja, das war die letzte Frage. Damit haben wir folgenden Zwischenstand. Bernhard Hoeker und Dr. Norbert Blüm haben 2000 Euro erspielt. Elton und Alexander Holt haben auch 2000 Euro erspielt. Und mit diesem Kontostand kommen wir jetzt zum großen Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Spirituosen. Ha! Also, Zwei kurze. Was kann das sein? So, jetzt dürft ihr, müsst ihr setzen. Ja. Ja. Ist keine Kategorie. Beide Teams haben gesetzt. Für die Beantwortung der jetzt folgenden Masterfrage habt ihr 20 Sekunden Zeit. Und hier ist die heutige Masterfrage. Mit welchem Gewürz wird ein klassischer Aquavit verfeinert? A. Anis, B. Kümmel oder C. Wacholder. 20 Sekunden laufen. Um Handgepäck mitzuführen oder C. durch einen unterirdischen Tunnel direkt zum Strand zu gelangen. Mein lieber Mann. Ja, das ist aber... Ich war noch, aber ich habe einen leichten Verdacht. Ein Italienischkurs wird mir auch gut tun. A. Ein Italienischkurs? Ja. Im Gate-Bereich, das heißt, ich warte da und krieg dann... Oh, da ganz kurz, du, aber ist auch... Ja, aber dann fliege ich doch weg. Ja, kurz, das heißt, ich lerne Italienisch und lerne nur auf Wiedersehen, tschüss, war toll. Nur für umsteigende Gäste, nur für umsteigende Ja, nur für umsteigende Gäste. Bis zu 500 Milliliter Pesto im Handgepäck mitzuführen. Also warum soll das nur in Genua möglich sein, exklusiv möglich sein und nicht überall? Ja. Finde ich, also kann sein, aber... Wo liegt denn der Flughafen? Ja, der liegt... Am Strand. Ja, kommt daran, wie lang der Tunnel ist. Ja.
Das könnte natürlich sein, dass man direkt zum Strand ging. Dunkel habe ich ein Bild im Kopf, bei dem das so ist. Aber ich weiß nicht, ob das dieser Tunnel war. Aber irgendwas... Ja, und was machen wir? Also, wir warten bis so wie der Elton sich gefreut hat, muss es eigentlich Pesto sein. Mein Gefühl geht am ehesten zu C. Dann laufe ich deinem Gefühl nach. Ja? Ja. Und wenn das auch falsch ist, dann nehmen wir beim nächsten Mal vielleicht auch mal das Publikum. Nein, oder so. Wir gehen dann. Ach, wir gehen. Na, das ist ja früh. Wir gehen, wenn wir... Wenn das wir machen nur aktive Politiker. Okay. Ja. C. Achtung. C. Ist Pesto? Echt? Oh. Wenn es nicht läuft, dann läuft's nicht. Seit über 10 Jahren können Flüssigkeiten im Handgepäck nur bis zu einer Menge von jeweils 100 Millilitern mitgeführt werden. Bis vor kurzem galt dies auch in Genua. Doch nun hat der Flughafen eine Sonderregel eingeführt. Denn Monat für Monat mussten hunderte Gläser an grünem Pesto konfisziert werden, die Passagiere mit an Bord nehmen wollten. Wer jetzt 50 Cent für einen wohltätigen Zweck spendet, dem wird erlaubt, ganze 500 Milliliter Pesto im Handgepäck mitzunehmen. Man lernt halt nie. Woher weißt du das? Es gibt bestimmte Prüfer, die prüfen, ob da auch wirklich Pesto drin ist. Also irgendwann wird auch mal ein Glas aufgemacht und geguckt. Das macht das ja Sinn. Ja. Ach. Ja. Also, ich wusste, dass ich den Elten lesen kann. Weiter steht da erstmal die Null vorm Euro, aber ja, da kann sie ja noch eine Menge tun. Und wir sehen es wieder, Elten. Lesen bildet. Ich könnte jetzt fragen, warst du schon mal in Kalifornien? Also ich noch nicht. Ich war schon mal in Kalifornien. Bin in Kalifornien. Wer im 70. Stock des US Bank Towers in Los Angeles angekommen ist, nun hat der Flughafen eine Sonderregel eingeführt. Denn Monat für Monat mussten hunderte Gläser an grünem Pesto konfisziert werden, die Passagiere mit an Bord nehmen wollten. Wer jetzt 50 Cent für einen wohltätigen Zweck spendet, dem wird erlaubt, ganze 500 Milliliter Pesto im Handgepäck mitzunehmen. Man lernt halt nie. Woher weißt du das? Es gibt bestimmte Prüfer, die prüfen, ob da auch wirklich Pesto drin ist. Also irgendwann wird auch mal ein Glas aufgemacht und geguckt. Das macht das ja Sinn. Ja. Ach. Ja. Also. Ich wusste, dass ich den Elten lesen kann. Weiter steht da erstmal die Null vorm Euro, aber ja, da kann sie ja noch eine Menge tun. Und wir sehen es wieder, Elten. Lesen bildet. Ich könnte jetzt fragen, warst du schon mal in Kalifornien? Also ich noch nicht. Ich war schon mal in Kalifornien. Bin in Kalifornien. Wer im 70. Stock des US Bank Towers in Los Angeles angekommen ist, A, hat zwei Ringe dabei, B ist verhaftet worden oder C kann in einer Glasrutsche an der Fassade herunterrutschen. Also, nein, 70. Stock sind ungefähr mindestens 200 Meter. Glasrutsche? So. Würde es aber am ehesten zu L.A. passen. Ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das hätte man auch, glaube ich, vielleicht irgendwo schon mal gesehen. Also, kann man da heiraten? Also zwei Ringe. Wie soll denn die Glasrutsche, also die muss ja dann um das Haus... Senkrecht. Einfach runter, genau. Klappe auf, an zack, der Wasser, ja. Runter. Ist verhaftet worden. Ist verhaftet worden, finde ich, ein bisschen zu einfach wegen Bank. Wahrscheinlich ist da oben dann der Tresor oder ist irgendwas. Aber was hat denn, hat zwei Ringe dabei? Ja, das dabei? Heißt, dass er heiraten will, wahrscheinlich. Oder? Ah. Ich wüsste nicht. Und vielleicht gibt es auch was anderes. Vielleicht, aber vielleicht ist das, stimmt. Das könnte schon sein, also dass C da wirklich ganz oben im Penthouse der Standesbeamte. Das ist eine Kirche oder, ja, dass da irgendwas ist. Ist verhaftet worden, finde ich, kann natürlich sein. Wie gesagt, dass man da eindringt in den 70. Stock. Eigentlich schließt sich ja das alles nicht aus. Also wer da heiraten will, ist ja im Grunde verhaftet worden und hat vielleicht sowieso nichts Besseres im Sinne als sofort auf der Glasrutsche da. Also, aber ich finde vielleicht A schön. Es wäre schön, ja. Also. Wir nehmen wieder A. Wieder, also eins steht fest, im 70. Stock sollte man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Oh. Wer im 70. Stockwerk des US Bank Tower in Los Angeles ankommt, kann einen spektakulären Abgang machen. Mit einer rutschenden Matte ausgerüstet, kann man 13 Meter an der Außenseite des Gebäudes auf die Terrasse des 69. Stockwerks herabgleiten.
Die durchsichtige Rutsche mit Glaswänden Effekt beschreibt daher das Wiederentdecken von Tierarten, die als ausgestorben galten. Dazu zählen der Baumhummer oder der Guadalupe-Seebär. Und damit stehen Bernhard Reiker und Dr. Norbert Blüm ebenfalls bei 1.500 Euro. Es bleibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Körper. Unser Körper, euer Körper, mein Mensch. Was wird von dem menschlichen Hormon FGF21 gesteuert? Ach, das kennt doch jeder. Das Hormon kennt doch jeder. Appetit auf Süßigkeiten. B. Abneigung gegen heißes Wetter, Entschuldigung. Das eine ist so, okay. Abneigung gegen heißes Wetter oder C. Spaß an schlechten Witzen. Hä? Also das Hormon kennt jeder, das müsste sagen. So eine leichte Frage. Ja. Hätten wir die doch genommen, die Kategorie. Hätten wir die doch genommen. FGF21. Ich meine, da können wir auch nichts draus schließen. Das kann auch keine Abkürzung für irgendwas sein. Fruchtgummi. Wegen Süßigkeiten, keine Ahnung. Aber Spaß an schlechten Witzen. Soll ich mal einen schlechten Witz machen? Dann könnt ihr ja ausprobieren, ob euer Hormon steigt oder was. Das lasst ihr lieber ihn machen. Haben Sie einen schlechten Witz parat? Nein. Nur gute. Es könnte ja sein, dass das überhaupt Spaß an jeglichen Witzen. Soll ich euch mal einen schlechten Witz vorstellen? Oh ja. Also, Onkel und ich, wir kommen in die Kneipe und sagen zwei kurze, sagt der Ober, und was wollt ihr trinken? Also, ich habe jetzt gerade eine ganz massive Hormonausschüttung. Aber A ist mir wiederum zu logisch, weißt du? Das wird fast. Ja, lacht der da lacht der Hohecker wieder. Nein, ich lache immer noch über den Gag. Man hat auf einmal Jeep auf was Süßes. Also ich bin für A. Wenn du für A C bist. C schließe ich aus. Ich bin minimal für B, aber irgendwie finde ich gut, für A. Man hat auf einmal C Appetit aus, auf Süßes, warum auch immer. Da wird irgendein Hormon aus. Was? Ich habe nicht zugehört, Entschuldigung. Du schließt C aus, ich schließe B aus, also müssen wir A nehmen. Wir nehmen A. Mhm. Warum wundert mich das nicht? Tja, wenn es daran liegt, an FGF21, dann wissen wir ja warum. Forscher der Universität gucken. Die Zeit ist um und wir sind gespannt, was ihr gesetzt habt. Bernhard Hohecker und Dr. Norbert Blüm haben von den 2.000 erspielten Euro gesetzt. Alles. Elton und Alexander Holt haben von den 2.000 Euro gesetzt. Auch alles. Wow, damit heißt es heute alles oder nichts. Denn gleich erfahren Sie erst, für welche Antwort sich unsere beiden Teams entschieden haben. So, jetzt schauen wir mal auf, was ihr getippt habt. Bernhard und Norbert Blüm haben gesetzt auf B. Kümmel. Elton und Alexander Holt haben gesetzt auf B. Kümmel. Also, ich glaube, bei Wacholder sind sie alle einig. Das ist Gin. Ne? Anis ist Uso. Uso. Uso und Sambuca. Sambuca. Zum Beispiel. Und auch Aquavit. Ja, und Aquavit. Und ein klassischer Aquavit wird verfeinert mit Kümmel. So, damit stehen beide Teams jetzt bei 4.000 Euro. Das ist die Gewinnsumme des heutigen Abends, aber eben nur für eines der beiden Teams. Jetzt ist die Frage, wer gewinnt die 4.000 Euro? Team Bernhard oder Team Elton? Und damit auch natürlich die Frage, welche Publikumsseite? Und für Sie zu Hause, Sie sollten eigentlich zu Hause, müssen Sie jetzt eigentlich darauf hoffen, dass Team Elton
gewinnt, denn dann erhöht sich ja der Pro-Kopf-Gewinn und dann haben wir auch unsere App-Gewinner. Moment. Ich erkläre nur, gerade für unsere App-Mitspieler kommt es ja darauf an, ne, wie hoch der Pro-Kopf-Gewinn ist. Das heißt aber nicht, dass wir das jetzt so machen da hinten. So, wir haben jetzt eine Schätzfrage. Hier ist die Entscheidung. Wie viele Bahnhöfe in Deutschland tragen die Bezeichnung Hauptbahnhof im Namen? 20 Sekunden laufen. Wir liegen gar nicht so schlecht, glaube ich. Habe ich schon lange nicht mehr, weil ich mit dieser Frage überhaupt nicht klarkomme. Hamburger Hauptbahnhof. Ja, ja. Kölner Hauptbahnhof. Wir haben es jetzt in 20 Sekunden nicht geschafft, alle aufzuzählen. FGF 21 regelt also den Appetit auf Süßes. Die Forscher erklären das damit, dass das Hormon auf das Belohnungssystem im Gehirn wirkt. Richtige Antwort. 2000 Euro. Wisst ihr, das ist das Hormon, was mir fehlt. Deswegen sage ich immer... Nee. Ich sitze da ja immer regungslos davor und so. Ich hab das Hormon nicht. Ich hab das auch nicht, das Hormon. Ja. Wir haben unsere Hormone... mir gegeben. Ja. Aber wir können uns da mal behandeln lassen. Wir haben noch zwei Kategorien, tierisch. So. Pass auf, mit den Tieren, die ausgestorben waren, dann machen wir das schon mal ganz gut. Wir sind tierisch. Sollen wir mal mit den Lebenden versuchen? Tierisch sind wir überhaupt. Wir versuchen mal tierisch. Die bis zu 19 Kilogramm schwere afrikanische Riesentrappe. Gott, was ist das denn? A. Lässt sich bei der Jagd von den Gezeiten beeinflussen. B. Fällt bei lautem Knall in Ohnmacht. Oder C. Ist der schwerste flugfähige Vogel der Welt. Die afrikanische Riesentrappe. Es ärgert mich gerade tot, weil das Bonner Museum Alexander König hat... Ja. Rekordvögel in so einem Glaskasten drin. Ja. Unter anderem den schwersten flugfähigen Vogel. Und das ist irgendeine Gans. Es kann aber sein, dass diese Gans eine Trappe ist. Dass die Trappe heißt. Die ist mit Sicherheit eine Attrappe da im Museum. Also da, ja. Also da ist... Das ist eine riesengroße weiße Gans. Vielleicht heißt die ja Riesentrappe. Aber mit Knall im Ohnmacht, das finde ich auch relativ unwahrscheinlich, oder? Das wäre lustig. Nimmst du irgendwie so einen Böller mit, bumm, fallen die alle um. Ja. Dann lass uns C. Gott, wir nehmen C. Sie sind aber wirklich koalitionsfähig, das muss man sagen. Das habe ich gelernt. So ist man auch am Ende 53 Jahre verheiratet. Ja. Wir sind verheiratet? Ja. Riesentrappen sind ausdauernde Flieger, die sich jedoch lieber auf dem afrikanischen Boden aufhalten. Vor Raubfeinden bringen sie sich meistens laufend in Sicherheit, um nicht fliegen zu müssen. Nur bei äußerster Gefahr geht es in die Lüfte. Und das bei einem Gewicht von bis zu 19 Kilogramm bei den Männchen. Damit zählen die Riesentrappen zu den schwersten flugfähigen Vögeln. Nochmal 500 Euro draufpacken vor dem Finale. Ja. Aus der Kategorie Entbindung. Erfindung. Ich hab schon wieder nichts. Was hat er gesagt? Was ist los hier? Nix.